Ja, hallo liebe Leute. Hier ist nochmal der Thomas Müller-Gütersloh hier aus meinem Wohnzimmer mit dem Freddy hier nebenan, der hier unten schon wieder rumläuft und mit mir schmusen möchte. Warum ich mich heute bei euch zurückmelde, ist, ich hatte ja meine Plutus-Karte bekommen und da wollte ich euch einen kleinen Zwischenbericht geben. Ich habe vorher die Crypto.com-Karte gehabt. Die Crypto.com-Karte wurde ja praktisch ja, runtergestuft und da gibt es im Endeffekt nicht mehr so einen hohen Cashback. Und deswegen habe ich mir die Plutus-Karte bestellt von über einem halben Jahr. Die ist jetzt nun vor 2 Wochen gekommen. Ich habe versucht, mit der Karte einzukaufen und dabei ist mir natürlich aufgefallen, ich hatte vergessen, die 10 Euro rüber zu buchen oder 20 Euro, die man einzahlen muss. Dann im Endeffekt muss man die von dem Plutus-Konto auf dieser App auf die Karte umbuchen und dann kann man erst bezahlen. Das ist bei Crypto.com nicht anders. Der einzige große Unterschied, und das ist für mich momentan ausschlaggebend, ist wirklich von der Praktikabilität her, bei Crypto.com buche ich das Geld um und eine Sekunde später, ob das sonntags ist oder welcher Tag auch immer, ist das Geld praktisch auf meiner Kryptokarte verfügbar und ich kann es sofort wieder ausgeben. Bei Plutus ist es wirklich so gewesen. Ich habe jetzt am 28. Oktober, also vor dem Wochenende, 10 Euro angewiesen auf meine Kryptokarte. Und das ist wirklich, das war irgendwie, ich glaube, Freitagnachmittag oder so. Und dann ist es erst wirklich am Montag drauf gebucht worden. Das heißt, die berücksichtigen wirklich das Wochenende, die Bankentage. Und ich habe das Ganze dann nochmal probiert und habe jetzt nochmal Geld umgebucht. Und es dauert wirklich ungefähr einen Tag, bis das Geld dann praktisch auf der Kryptokarte ist. Und das ist für mich grundsätzlich, also weil ich ja noch Kryptowährungen zwischendurch kaufe, auch über Crypto.com, nicht so praktikabel. Das heißt also, wenn ich Geld umgebucht habe auf meine Karte, kann ich dann im Endeffekt keine Kryptowährung mehr kaufen. Und deswegen buche ich nicht mein gesamtes Geld gleich auf die Karte um, sondern immer nur so viel, wie ich benötige, um den nächsten Einkauf zu bezahlen oder die nächsten paar Einkäufe zu bezahlen. Und ja, das ist sehr schade, muss ich wirklich sagen. Ich werde euch darüber weiter auf dem Laufenden halten, wie das Ganze funktioniert, auch mit diesen ganzen Perks. Also es gibt bei Plutus dann noch so eine Gutscheine praktisch, die man auch zum Beispiel bei Aldi oder anderen Discountern verwenden kann. Und das werde ich dann auf jeden Fall mal machen und euch auch darüber informieren. Ja, das erstmal so ein kurzer Zwischenbericht über die neue Plutus-Karte von mir. Und falls euch die Sache gefallen hat, dann bitte den Daumen hoch und das Abonnieren meines Kanals nicht vergessen.